Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon X-Version. Ja, wir werden jetzt uns endlich diese Arena verknüpfen. Die zweite. Und kann man hier hochklettern? Ist ja tatsächlich, ich glaube, das konnte man auch noch nicht in dem Pokémon-Spiel. Cool. Ja, also, ich weiß noch nicht, was das für eine Arena ist. Ich bin so kaputt vom Trainieren und Klettern, dass ich erstmal eine kurze Verschnaufpause brauche. Ja, cool. Ich glaube, das konnte man auch noch nicht. In einer Arena klettern. Luminos. Okay, das müsste, glaube ich, aus der fünften sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist Käfergestein. Aber da wir schon Käfer haben, könnte ich mal eher sein, es geht auf den Gesteinstyp. Kannst du vielleicht irgendwas dabei reißen? Na, ich würde eher sagen, nein. Wen nehmen wir denn da? Das ist jetzt die Frage. Was hast du? Kannst du vielleicht irgendwas reißen? Na gut, ich habe jetzt vor diesem Ding Angst, was ich eigentlich wahrscheinlich nicht bräuchte, aber... Naja, komm, der wird schon keine Geistattacke überleben. Und vor allen Dingen kann er auch mit Gestein und Käfer hier nichts ausreißen und bringen und was weiß ich nicht, alles. Nur wir müssen nicht so viele von diesen Steinwürfen haben. Wir wollen viel schaffen. ja, Dunkelklau ist stärker. Boah. Oh, müssen wir jetzt so eine Einschlafattacke zum Einstieg haben? Ich glaube eigentlich nicht. Dreimal. Oh, und dann ist er immer noch nicht besiegt. Ja gut, ich hätte auch wahrscheinlich Schwertanz einsetzen können. Dann wäre er wahrscheinlich jetzt gleich besiegt. Boah, das mit dem Steinwurf, das nervt. Ja, fünfmal, ne? Ja, ist ja kein Ding, ne? Ist ja kein Ding. So, Schattenstoß und weg mit dem Ding. Oh, jetzt sind wir sogar schneller auf einmal. Ich habe keine Ahnung, wie das auf einmal zustande kommt. Das erste Pokémon hat mir schon wieder sehr viele Probleme bereitet. Relikanz, das ist doch Wassergestein, ne? Das sollte doch kein Problem für Julian sein, Relikanz. Ne, das ist doch Gesteinwasser. Hm. Ja, das sollte kein Problem sein. Rankenhieb. Ja, ich denke, wenn wir jetzt in der Gesteinsarena... Wow, das hat aber schön überlebt. Aber mehr Felsgrab. Als ob das was uns beeindrucken könnte. Oh nee, nicht Gähner. Das ist unnötig. Das ist einfach nur unnötig. Ja gut, dann nochmal Average Link rein. Aber ich habe keine Lust, jetzt noch einzuschläfern. Also eingeschläfert wird. Aquaknarre. Als ob er das geahnt hätte. Naja. Mach's gut, Relikanz. Ich frag mich, wie er schneller sein kann. Ja, Volltreffer, ne? Ja, ist klar. Ja, scheint eine Gesteinsarena zu sein. Das freut mich ja unbedingt. Level up für Average Link. Und auch für Julian. So, und jetzt darf ich wieder heilen. Na, spitze. Ja, fängt ja schon gut an für den ersten Kampf, nicht wahr? Hier sind wir super trank. Ja, so viel haben wir auch nicht mehr. Na, ich werde jetzt erstmal Element heilen und nochmal zwei normale Tränke bei Pam, bei Average. Na, einer und bei ihm dann nochmal einen. Okay, das sollte reichen. Das sollte reichen. Okay, was haben wir hier? Ich glaube zwar nicht, dass das unser richtiger Weg ist, aber... Ach so, es ist auch eine Möglichkeit hochzugehen. Okay, ja gut, von mir aus. Aber wir wollen hier hoch. Um zwei Wege. Ich würde mal sagen, wir gehen nach rechts. Ich finde aber echt, die Idee ist mal geil. Also sowas gab es ja wie gesagt auch noch nicht. Okay, das ist ein Sackgasse in der Spitze. Eine Spitze, eine Spitze. Na, aber klettern, wenn ich ehrlich bin, das ist nicht so meins. Also, ich habe großen Respekt vor denen, die das gut können, so in schwindelerregende Höhen hochzuklettern. Aber, nee, für mich muss das nicht sein. Okay, ich denke mal, da kommt jetzt schnell wieder zurück. Hier noch irgendwas Besonderes? Ja, hier ist noch eine Trainerin. Nur jenen, die reinen Herzen sind, gelingt es, die Relivera-Arena zu erklimmen.
Ja, also dann werden wir wohl rein Herzen sein. Ist ja schick. Cosima mit Sonnfell. Sonnfell, das ist nicht so gut. Gestein Psycho. Hätte ich das gewusst, hätte ich direkt Element draußen gehabt. Ja, in dem Fall nehme ich wohl Julian. Oh, da kommen mir direkt schon wieder die bösen Erinnerungen aus Pokémon Smaragd hoch, die ich mit diesem Ding hatte. Oh, okay. Okay, na gut, da hätte ich eigentlich auch auf. Ja, ne, ist klar, zieht das nur so fast alles ab hier. Ja, hätte ich direkt auf Element wechseln können und wahrscheinlich muss ich das jetzt auch. Na ne, jetzt hat sie auf einmal so nicht mehr so viel abgezogen. Sieht das nur die Hälfte ab oder? Nee, man werden 34, ne, die 18 ist nicht die Hälfte. Ich weiß nicht, sollen wir noch einen Angriff wagen oder? Nee. Nee, ich denke mal, er wird weiter einsetzen und das sollte dann ihr Element überleben. Doch, ist besser. Aber ich habe keine Lust jetzt direkt schon wieder zum. Ja, ist klar. Naja, gut, das hat jetzt aber nicht so viel abgezogen. Dunkelklaue. Okay, Psywelle ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Aber ich meine, ist das Sonnenfell besiegt. Das hast du gut gemacht, Element. 726. Es gibt hier ganz schön viele Erfahrungspunkte. Oh, und natürlich auch noch das andere. Ja, bleiben wir erstmal drin. Lunastein. Och nee. Och nee. Das muss doch nicht sein. Boah. Ah, das muss doch nicht sein. Jetzt lass mich raten, ich kann nicht fliehen, ne? Ah, ich bin da jetzt. Ah, ich muss ihn einsetzen. Na, okay, wir können fliehen. Jetzt seid ihr geahnt, dass ich wechsle und ne, Psi-Welle. Nicht schon wieder. Na toll. Ah, das ist so geil, ey. Moment mal, hast du vielleicht irgendwas, mit dem wir. Na gut, wir könnten mit Drachenwut draufgehen, das machen wir auch. Ich denke zwar, dass das Ding mehr als 40 KP haben wird, aber. Ich denke mal, Glut wird nicht so viel abziehen. Ja, das ist gut. Das setzen wir noch einmal und dann ist das Ding besiegt. Und dann darf ich erstmal wieder zum Pokémon Center gehen. Ich das liebe. Aber ich habe ein bisschen die Arena unterschätzt, auch wenn es eine Gesteinarena ist. Ich glaube, das ist bisher die stärkste Gestein, die härteste Gesteinsarena. Vor allem, weil die meistens immer am Anfang kamen. Und Element erreicht 22. Wunderbar. Was hat der Aeroas? Das ist eine coole Attacke, die nehmen wir. Ja, ich würde sagen für Schattenstoß, weil wir die ehrlich gesagt nicht brauchen. Aeroas ist cool. Noch eine Flugattacke. Coole Attacke, wenn ich ehrlich bin. Ja, und jetzt geht's wieder zurück. Haben wir hier irgendwie vielleicht eine Abkürzung? Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber hier haben wir eine Abkürzung. Wunderbar. Ach ja, es ist doch wieder wunderbar. Immerhin können wir zu unserem geilen grünen Fahrrad wechseln, wo wir schneller, richtig schnell unterwegs sind. Und ich glaube, so das Drehen könnte man, glaube ich, auch noch nicht, soweit ich das in Erinnerung habe. So, und dann geht es wieder schön zurück. Wenn ich da durchkomme. So. Ach ja, ich glaube, die Arena wird uns noch schön viel Spaß bereiten. Wenn man immer hier hoch und runter klettern muss. Aber trotzdem finde ich die Idee gut, muss ich sagen. War das jetzt der richtige Weg? Ja, war ja okay. So, dann auch hier hoch. Bin gespannt, was der Arena-Leiter so drauf hat. Ob der genauso so nervig ist wie die anderen hier. Oh, okay, ist nur der Trainer, okay. Also gut, ich bin bereit. Mal sehen.
ob du eine Schwäche in meiner Verteidigung findest. Okay, scheint wohl jemand auf Verteidigung ausgelegt zu sein. Wanderer Lorenz. Okay. Ah ja, mit einem Kiesling. Okay. Ja, das sollte jetzt aber definitiv kein Problem sein für Average Link. Auch wenn das Ding... Ach nee, stimmt, wir haben ja Überrückung. Dann brauche ich davor ja keine Angst zu haben. Weil der hat doch diese dämliche Fähigkeit, ne? Dass man, dass er mit einem KP überlebt. Aber ich glaube auch nur bei K.O.-Attacken. Jetzt wird er sowieso außer Kraft gesetzt. So. Ja, das lief ja im Vergleich zu den restlichen chillig, wenn ich ehrlich bin. Ach, das war schon lächerlich. Ziemlich lächerlich. So, dann klettern wir hier hoch. Auf diesen hohen Berg. So, dann hier hoch. Also, das dürfte mal nicht schwindelfrei sein. Und ich glaube, das wird der letzte Trainer schon sein vor dem Leiterkampf. Klettern und Pokémon fangen sind Denksport. Alles eine Frage der Logik. Naja, ich finde, es kommt aber eher auch auf Ausdauer an, wenn du mich fragst. Kalle. Ein Rihorn. Ja, das wäre jetzt eigentlich ideal was für Julian. Aber ich habe jetzt eigentlich keine Lust, jetzt auszutauschen. Deshalb bleiben wir bei Average Link. Und wer denn schön mit... Erstmal mit Kraftschub zweimal drauf gehen und dann... Und dann würde ich sagen, mit Karatschlag drauf. Ja, Felsgrab, als ob ich davor Angst haben muss. Auch wenn unsere Initiative drauf geht, aber... Tja, Rihorn ist so langsam. Ich denke mal, da muss er erst dreimal unsere Stampfer. Das ist nicht so schön, die Attacke, aber ja, komm. Karatschlag und tschüss, Rihorn. Zweimal geboosteten Angriff, ja. Und Volltreffer noch. Ja, da hat er keine Chance. So, jetzt kommt ein Nasgnet. Da würde ich sagen, gehen wir wieder zu Julian. Die beiden haben wohl wirklich die größten Chancen hier, würde ich sagen. Nasgnet, der sieht irgendwie lustig aus hier. Rankenhieb. Wäre schön, wenn wir jetzt auch noch eine Bodenattacke hätten, aber naja. Och nee. Oh, das ist doch jetzt auch wieder so unnötig. Mit der Paralyse. Naja, egal. Vor dem Steinwurf habe ich ehrlich gesagt keine Angst gehabt. Och. Seid doch mal ehrlich, der eine KP, der hätte doch jetzt auch noch abfallen können. Wenn ich ehrlich bin. Oh. Ist paralysiert, kann nicht angreifen. Doch. Also langsam nervt's. Geht doch. Alter Schwede. Huiuiui. Und Level 24. Und ein Onix kommt rein. Ja, wen nehmen wir da? Dann nehmen wir... nehmen wir Element. Genau, nehmen wir Element. Ich habe auch schon eine Idee, was wir hier machen. Und zwar werden wir... Schwertanz einsetzen. Ja, Steinwurf, da habe ich keine Angst vor. Und ich glaube, ich werde es nochmal einsetzen. Ja, und dann mit Dunkelklaue drauf. Also ob ich vor vor Steinwurf Angst hätte. Aber Schwertanz ist echt eine geile Attacke. So, und Schuss Onix. Naja gut, das kann sein, muss aber nicht. Ja, fast. Ich denke mal noch einmal und dann ist das Ding auch Geschichte. Und dann darf ich wieder erstmal ein bisschen heilen und dann, ja, war schon der Arena-Leiter. Und ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Wir haben ihn zwar schon im letzten Part gesehen, aber wie gesagt, der Name weiß ich nicht. So, ja. Ich glaube, so viele Probleme hatte ich in einer Gesteinsarena echt noch nie. So, ich würde mal sagen, die Supertränke verwahren wir nochmal. Ich denke mal, für jeden...
ein Trank, das sollte reichen. Na, oder wir setzen halt bei Heim 2 ein. So, das passt schon. Doch, also ich habe eigentlich wenig Bedenken. Ja, wir sind bei dem da. Und ich finde es echt immer geil, wenn mein Bildschirm ausgeht. Aber stelle ich das doch immer auf 30 Minuten oder so. Oder 40. Wir haben ja gerade erstmal die Hälfte. Naja, egal. So, vielleicht muss ich echt mal gucken. Vielleicht war es doch nur bei 15. Aber eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen. Ich dachte, ich hätte das bei 30 eingestellt. Naja, egal. So, ich würde mal sagen, wir tauschen Julian für Average Link. Und der soll dann bei diesem Kampf beginnen. Und natürlich Speicher nicht vergessen. Das sollte man auch mal wieder tun. Wir haben schon 100 im Pokédex. Nicht schlecht. So, ja, dann hallo, mein Freund. Ich hab dich schon erwartet. Also jetzt nicht dich im Speziellen, aber eben einen würdigen Herausforderer. Mein Hals, meine Arme und Beine habe ich ausgestreckt nach jemand wie dir. Du hast die Steilwände bezwungen. Das allein ist bereits eine große Leistung. Ich werde also mit meinem langen Hals sowie meinen langen Armen und Beinen kämpfen. Nun ja, beim Klettern sind lange Arme und Beine sicherlich von Vorteil, aber beim Pokémon-Kampf, wir werden es gleich sehen. Verrenk dich doch nicht. Oh, die geile Musik. Versus Linor. Du. Amarino? Was ist das denn? Ich glaube, das ist das andere Fossil-Pokémon, ne? Ja, es kann sein. Oh, und da ist Elle. Das ist, Julia nicht die beste Möglichkeit, merke ich. Denn das Ding ist auch, glaube ich, Eis, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Hat man ja in einigen Scans schon gesehen, die zum Spiel kamen. Bodycheck. Ja gut, das juckt mich nicht. So, dann würde ich mal sagen, setzen wir Schwerttanz ein. Och nee. Boah, das ist nicht wahr, ey. Durch dieses dämliche Donnerwelle-Dreckhasse. So, und dann noch einmal. Ja, gut, dass wir es eingesetzt haben, okay. Sollen wir uns heilen? Ja, doch, ich würde sagen. Ja, ich will mal die Vorsicht walten lassen. Und irgendwie habe ich doch das Gefühl, wir sind ein bisschen underlevelt. Naja, gut, aber ist ja eigentlich sogar ganz okay. Herzkonfekt? Okay, ja, sozusagen wie ein super, wie ein normaler Trank. So, und jetzt werden wir uns in den Angriff begeben. Hoffentlich mal. nein, nicht Item und auch kein Pokémon wechseln. So, Dunkelklaue. Aurora-Stahl. Nicht schlecht. Och. Wie ich diese Drecksparalyse hasse. Das gibt es nicht. Ich denke mal, dann wird das schon längst besiegt. Das ist immer so unnötig, wenn ich ehrlich bin. Aber Musik ist trotzdem geil. Schön zum Updancen. So, jetzt komm. Geht doch. Meine Güte, was war denn daran bitte so schwer? Ein Schlag und das Ding ist tot. Balgaros. Ja, das Ding ist nämlich das, welches wir aus unserem Fossil bekommen haben, das andere Fossil-Pokémon. Da nehme ich direkt Average Link. Das Ding ist fies. Aber immerhin ist er Gesteindrache und jetzt haben wir mit Gestein gute Chancen. Kraftschub. Stampfer. Einen Angriff werden wir noch aushalten. So, Karateschlag. Ja, das ist gut. Ich würde sagen, wir heilen nochmal und dann, ja, haben wir auch den Kampf eigentlich gerockt. Also,
War eigentlich nicht so schwer, wenn man... Es war eher nervig, würde ich sagen. Nicht schwierig, sondern eher nervig. Ja, eigentlich haben die alle nicht so viel drauf von ihm. Ja. Dann sage ich schon mal, mach's gut, Lino. Ja. Natürlich wäre es fies, wenn jetzt ein Volltreffer käme, aber ja, komm. Das war jetzt eigentlich nicht so sonderlich schwer, wenn ich ehrlich bin. Und Level 23. Gibt auch nicht viel Erfahrungspunkte. Naja, Lino ist besiegt. Was ist eigentlich in den Haaren? Naja. Vor mir ragt eine ehrfurchteinflößende Steilwand empor. Und diese Steilwand bist du. Tja. Schade, mein Gutster. Manchmal kann man sich noch so sehr strecken, doch sein Ziel erreicht man trotzdem nicht. Wichtig ist, dass man sich nie unterkriegen lässt. Man darf nie aufgeben, egal wie steil die Wand oder wie stark der Gegner auch sein mag. Das ist mir bewusst geworden, als ich dich und dein Team in Aktion gesehen habe. Ihr wollt hoch hinaus und ihr könnt es schaffen. Dafür möchte ich euch diesen Wallorden verleihen. Das sieht geil aus. Arena Orden Nummer 2. Mit dem Wallorden gehorchen, ihr habt jetzt alle Pokémon bis Level 40, sogar per Tausch erhalten. Oh, und das ist natürlich auch noch für dich. TM39 Felsgrab. Wuhu. Brauche ich auch so unbedingt. Diese TM nennt die Attacke Felsgrab. Mit ihr könnt Pokémon Felsen auf einen Gegner werfen, die damit nicht nur Schaden zufügen, sondern auch die seine Bewegungsfreiheit einschränken und seine Initiative senken. Du bist jetzt ein wahrer Meisterkletterer. Keine Felswand kann dich stoppen. Doch was bringen die langen Arme und Beine bzw. seine Fähigkeiten in anderen Bereichen des Lebens? Das ist jetzt die Frage. Du musst dir zusammen mit deinem Pokémon überlegen, wie du ihre Talente fördern kannst, damit ihr immer gemeinsam lächeln könnt. So schaut's aus. So, können wir jetzt hier schön wieder runterklettern. Und dann sind wir auch schon gleich beim Ziel. Ja, und haben es geschafft. Gut, ja, ich würde sagen, viel können wir hier nicht mehr in den Part machen. Ich würde sagen, wir gehen noch ins Pokémon Center. Huch, es regnet. Oh, okay. Keine Ahnung, wieso es auf einmal regnet. Naja. Also, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Im nächsten Part werden wir mal schauen, was wir noch so erledigen und schaffen und tun und machen und können und sollen. Keine Ahnung. Ja, und dann schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Wo müssen wir denn eigentlich hin, wenn ich nochmal kurz die Karte überprüfen darf? Da, Karte. Okay, der nächste Ort wäre Kromlexia. Nee, hier, die Spiegel. Nee, keine Ahnung. Doch, Kromlexia, okay. Okay, na, da bin ich mal gespannt, wo uns das hier hinführen wird. Also, wie gesagt, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Euer Jake und der 25. Oh yeah.